Viel Spaß bei Kickoff wünscht Sporttipp, die Schweizer Sportwette. Lausanne Sport will hoch hinaus. Wer sind die neuen Besitzer? Wie wollen sie die Westschweizer an die Spitze bringen? Und wie nachhaltig ist ihr Vorhaben? Die neue Führung bei Lausanne, das später in der Sendung Thema. Das ist das Kickoff. Grüß euch miteinander. Schön, habt ihr eingeschaltet. Ich möchte euch zuerst unsere beiden Fußballexperten vorstellen. Zum einen der Markus Frey, er ist langjähriger Trainer und Trainerausbildner. Herzlich willkommen. Okay. Und zum anderen der Benjamin Lüthi, er war Spieler beim FC Thun und bei GC. Hallo Benjamin, schön, dass du da. Bevor wir loslegen, werfen wir zuerst einen Blick auf die Partien von diesem Wochenende. Und zwar spielt am Samstag Basel gegen Sion und der FC St. Gallen, der trifft auf den FC Lugano. Und am Sonntag haben wir die Partien Lausanne gegen Luzern, GC gegen Thun und IB trifft auf den FCZ. Anfangen möchte ich aber gut mit der Partie zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Lugano. Dort ist man aktuell auf einem sehr guten vierten Platz. Die Mannschaft, die hat aber eine sehr grosse Schwachstelle. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Die einzige Konstante beim FC St. Gallen seit 6 Runden, die Inkonstanz. Was mich am meisten aufregt, ist, dass wir nach einer guten letzten Woche, dass wir das wieder einmal nicht bestätigen können. Schmerz natürlich. Die bisherige Saison der Ostschweizer trotz Platz 4 ein einziges Auf und Ab. Auf einen Sieg folgte jeweils eine Niederlage. Das zeigt einmal auf, dass wir Tabelle hier oder her, dass wir wie gesagt, sehr viel mit schaffen. Vor allem in der Defensive gibt es viel zu tun. 26 Gegentore in 14 Spielen. Der zweitschlechteste Wert der Liga. Doch die Espen lassen sich dadurch nicht verrückt machen und vertrauen auf ihre Stärken. Wir müssen positiv irgendwie rausnehmen und zusammenstehen und sicher nicht irgendwie den anderen irgendwelche Vorwürfe machen, sondern als Mannschaft das lösen. Folgt nun an diesem Wochenende nach der Niederlage gegen Luzern standesgemäß wieder ein Sieg? Ich möchte die Frage euch weitergeben. Folgt jetzt standesgemäß wieder ein Sieg, Markus? Ja, ich hoffe, dass da heute wieder ein Sieg kommt. Aber es ist schon, die Inkonstanz ist schon wirklich fast ein Markenzeichen. Oder? Und wenn man auch die Statistik ein bisschen tiefer anschaut, sieht man, wenn St. Gallen 1-0 in Führung geht, dann gewinnen sie den Match. Und wenn sie 1-0 hinten drin sind, dann verlieren sie meistens. Sie haben zwar dreimal noch ein Unentschieden geholt, aber sie haben noch nie gewonnen, wenn sie im Rückstand sind. Also es ist ganz extrem, das Auf und Ab. Da müssen sie schauen, dass sie konstanter im positiven Sinn werden. Sind die Schwankungen reiner Zufall oder steckt da mehr dahinter? Die können fast kein Zufall sein, weil sie so konstant sind, die Schwankungen. Also man sieht, dass die Qualität da ist, weil sie nicht den FCB schlagen und dann gegen andere schlagen. Aber es zeigt auch, dass es wenig braucht, dass halt das Ganze ins Wackeln kommt. Und das ist halt, ja, das ist im Moment so. Da müssen wir dran arbeiten. Und da haben wir jetzt 2 Wochen Zeit gehabt. Und jetzt werden wir sehen, ob sie da etwas umsetzen können. Wie schwierig ist das für Giorgio Contini, wenn man so eine Inkonstanz überwinden muss? Wie schafft man das als Trainer? Es ist natürlich schwierig, man merkt es irgendwie und man kann nicht ganz, man weiß nicht, wo es kommt. Vielleicht kommt es vielleicht von oben, weil dort halt ein Chaos da ist. Man merkt, dass es ein bisschen Unruhe in der Führung. Man merkt aber auch, dass die Mannschaft eigentlich funktioniert, aber dass es wenig braucht, dass es, nicht, dass es plötzlich nicht mehr gut ist. Und er ist vielleicht ein bisschen ahnungslos dort und versucht einiges und hoffe, dass sie es kehren können. Die Inkonstanz ist 10. Es gibt einen zweiten Wert, der sehr interessant ist, wenn man den anschaut. Und zwar ist der FC St. Gallen zwar auf dem 4. Platz, aber die Mannschaft mit den zweitmeisten Gegengoal. Wo muss Giorgio Contini da den Hebel ansetzen, verbessert zu werden? Schon allein das Thema, dass man sie anspricht, ist nicht einfach für die Mannschaft. Wenn man es mal anspricht, wir haben ein Problem hinten, dann ist man ein bisschen unsicher. Und wenn man unsicher ist in der Verteidigung, dann ist man nicht ganz gleich am Verteidigen. Und das weiss ich als Verteidiger, als Ehemaliger, dann hat man nicht das gleiche Selbstvertrauen. Dann geht man gegen vorne verteidigen, sondern gegen hinten. Und dann muss man irgendwie können, 2-3 Matches mal zu Null spielen. Und dann kommt das wieder gut. Aber jetzt, was das Thema ist, ist es schwierig für die Mannschaft.
Siehst du das gleich? Wenn es ein Thema ist, wird es schwierig für die Mannschaft. Ja, sie müssen ja jetzt so oder so, ihnen ist ja das alles auch bewusst. Und wenn sie im Match gehen, dann muss man es natürlich in dem Fall ansprechen und entsprechend im Training auf das Wert legen. Und jetzt Verteidigung, das weiß man auch, das fängt vorne an. Das ist eine kompakte Sache, die ganze Mannschaft, damit man da draus kommt. Und das musst du ansprechen, das musst du trainieren, wenn du da eine Verbesserung willst. Ich möchte noch über die Partie reden. Der FC St. Gallen trifft auf Tessiner, auf FC Lugano. Wie schafft es das Team von Pierluigi Tammy gegen die Ostschweizer zu punkten? Ja, da muss man ihm jetzt nicht noch Tipps geben. Aber es ist klar, er weiß natürlich auch, dass St. Gallen jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Und das werden sie versuchen auszunutzen. Sie haben ihre Qualitäten und die werden sicherlich probieren auszuspielen. Und sie sind sicher nicht chancenlos. Ich möchte noch über die Generalversammlung reden von dieser Woche. Die war anfangs der Woche. Bis jetzt war der Dölf früh der starke Mann beim FC St. Gallen. Jetzt sind die Aktien verteilt worden auf mehrere Schultern. Wie wichtig war der Schritt für den FC St. Gallen? Das ist schwierig zu sagen. Ich persönlich finde es, wenn man einen Kopf hat bei einem Verein, ist es einfacher, dort den Zugang zu finden. Jetzt hast du ja viele verschiedene Schultern, die da sind. Da muss man sich zuerst finden, in der neuen Struktur. Das ist nicht ganz einfach. Das merkt man so bei der Mannschaft, die die Unsicherheit auch mitnimmt. Und es wird sich weisen, wie sich die Leute dort arrangieren miteinander. Es ist sehr viel geschrieben worden und sehr viel geredet worden. Es hat Unruhe gegeben, es hat geheißen, Machtkämpfe hinterher. Wie wichtig ist es jetzt, dass es klare Verhältnisse gibt? Die Aktien sind verteilt, jetzt kann Ruhe einkehren. Wie wichtig ist der Schritt auch für die Mannschaft? Benni hat schon ein bisschen gesagt, wenn es da Unruhe gibt, ist es schwierig. Ja, ist klar. Die neuen Führungsleute müssen sich jetzt finden und gegen außen eine Stimme haben. Oder? Die Gefahr ist ja dann immer, wenn mehrere da sind, dass die eventuell nicht das Gleiche sagen. Also die müssen mal jetzt eine Stimme haben, dass man von oben genau weiß, wie es geht. Und dann ist klar, der nächste Schritt ist, dass man dann auch einen Sportchef hat, dass auch dort klare Verhältnisse sind. Und das dürfte der Mannschaft dann auch helfen. Du hast es gerade angesprochen, der Sportchef, der war in der Generalversammlung auch Thema gewesen. Wieso hat man immer noch keinen neuen Mann in diesem Amt? Weil es vielleicht eine wichtige Position ist und man dort nichts einfach überstürzen will. Ich persönlich finde eine Sportchefposition sehr, sehr wichtig, als Bindeglied. Und da will man jetzt jemanden finden, der wirklich passt zur neuen Führung, aber auch zur Mannschaft. Und es ist nicht ganz einfach, weil gleich ein gewisses Netzwerk muss da sein, eine gewisse Erfahrung, aber ein gewisses Elan auch. Und man lässt sich vielleicht Zeit, um den richtigen Mann zu finden. Wie schwierig ist es, einen neuen Sportchef zu finden, effektiv? Ja, es ist klar viel, viel schwieriger als bei einem Trainer. Also es gibt mehr als 100 Trainer, Schweizer Trainer, die in Frage kommen, wenn du einen Trainer suchst. Und dann kommen noch ein paar Kandidaten aus dem Ausland. Also da kannst du die Listen anschauen und dann hast du schnell mal 4, 5, die irgendwie enger aus Wahl kommen und dann kannst du dort quasi konzentriert mit denen ein bisschen reden und dann hast du noch im Idealfall nach einer Woche, 14 Tage, hast du dann dort einen. Aber bei einem Sportchef, die hat es jetzt einfach nicht wie Sand am Meer. Also da musst du jetzt, wahrscheinlich müssen sie jemanden holen, der das noch gar nie gemacht hat. Irgendein ehemaliger Spieler. Ein Ausländer, denke ich mir, geht eben auch fast nicht in die Schweiz, weil er meist ja ein bisschen die Sachen kennen. Also es ist sicherlich wesentlich schwieriger, einen Sportchef zu finden, wie einen Trainer. Was für einen Sportchef passt denn zum FC St. Gallen? Was brauchen Sie für eine Person? Vielleicht kannst du ja hier sagen, Benni. Es ist wichtig zu sagen, er muss sicher so verankert sein mit der Region. Das ist ja ganz wichtig im FC St. Gallen, dass dort jemand ist, der weiss, um was es geht in der Region. Aber sicher auch einer, der das gesamte Konzept doch versteht. Und dort, ja, es ist halt schwierig, weil alles neu ist. Es gibt eine ganz frische Person, die in einen neuen Job reinkommt. Es gibt viele neue Sachen, die er muss lernen muss. Und wenn jemand da ist, der Erfahrung hat, dann wäre das sicher von Vorteil. Aber schwierig zu sagen. Ich bin zu wenig dort drin, um zu sagen, wer jetzt die optimale Person ist. Könnte das auch zu einem Problem werden, wenn man jetzt länger keinen neuen Sportchef findet? Ja, also Sie müssen jetzt wirklich... Es wäre schon Zeit, wenn jetzt da jemand kommt. Aber jetzt gibt es die neue Führung. Es gibt wahrscheinlich tendenziell auch wieder eine Verzögerung, weil die wären da wollen ein Wort mitreden. Und, ja, also je früher das klappt. Aber wichtig ist ja, dass er Qualität hat. Es geht jetzt nicht darum, einfach schnell, sondern jemand, der wirklich dann auch helfen kann. Ja, nicht nur beim FC St. Gallen, sondern auch bei Lausanne Sport gibt es vereinsintern eine Änderung. Dort ist diese Woche bekannt worden, dass der Chemiekonzern Ineos Lausanne Sport gekauft hat. Der Alain Joseph, der gibt sein Amt als Präsident also ab. Der neue Präsident heisst David Thompson und ist der CEO von Ineos. Und der hat auch Gründe gesagt, warum dass man Lausanne Sport gekauft hat.
For us, it's a great opportunity to buy Lausanne Sport and add this to the structure that we've been looking to develop for junior football. We have a philosophy of wanting to help children in sport. It comes from our shareholders. They're very keen to see what we can do to support the participation of children and the development of children, and for those children to actually excel in sport. And to actually add a professional team to the top of that pyramid and give that opportunity is a unique opportunity for us. Unsere Philosophie ist, ein Kind zu fördern. Ist das der wirkliche Grund, warum sie Lausanne Sport gekauft haben? Ja, also der wirkliche Grund wäre, sie wissen jetzt. Sie müssen das natürlich jetzt der Bevölkerung ein bisschen verkaufen. Und es ist schon ein bisschen außergewöhnlich, dass man wegen der Nachwuchsförderung einem Verein jetzt hier kauft. Weil bis der Nachwuchs irgendwie dann zum Trägen kommt, das geht 5 bis 10 Jahre. Und ich habe da schon nicht so ein gutes Gefühl. Mit ausländischen Investoren ist es halt eben wirklich der Unsicherheitsgrad um einiges grösser, wieder, wenn es eben Schweizer sind, die da am Ruder sind. Der Markus hat kein gutes Gefühl. Wie ist das bei dir? Hey, gar nicht. Als ich jetzt das Interview gehört habe, habe ich gemerkt, dass da zwei Welten voneinander brauchen. Jetzt erst mal sprachlich, aber auch von der Art und Weise. Da ist doch der bodenständig Lausanne. Und dann der grosse Konzern, der grosse Pläne hat und das innerhalb von kurzer Zeit umsetzen will. Und aus der Erfahrung heraus weiss man, dass es halt einen konstanten Prozess braucht. Und jetzt für dort brauchen zwei Welten voneinander, wo sehr schwierig wird, dass das zum Erfolg wird. Aber wir werden es sehen. Du hast jetzt gesagt, du hättest kein gutes Gefühl gehabt, als du das englische Interview gehört hast. Wie wichtig ist der Faktor, dass die Verankerung in der Region? Der Alain Joseph war von der Region, hat sehr viel Herzblut reingegeben. Ja, eben, sie müssen jetzt die Botschaft wirklich an die Leute und auch an die Zuschauer bringen. Also der Zuschauer, der am Match geht, von der Super League schaut, der interessiert sich jetzt nicht, ob sie auch in den Junioren Geld reinstecken. Der will einen guten Match sehen und will sehen, dass Lausanne gewinnt und möglichst weit vorne ist. Oder? Also, da müssen sie dann schon einen Schritt machen. Und wenn sie den gleichen Fehler machen wie anderen Orten auch, dass man dann noch irgendeinen CEO oder einen Sportchef auch noch den U-Englisch redet und den Schweizer Fußball nicht kennt, dann ist natürlich dann die Gefahr noch viel grösser, dass einfach da nicht wirklich eine Beziehung da ist zwischen dem Club und den Zuschauern, was ja ein wichtiger Faktor ist. Wir haben jetzt sehr viel über das Negative geredet. Gibt es vielleicht auch positive Sachen, Chancen für Lausanne Sport? Ja, absolut. Also, es ist Geld da und da kann man feige Leute holen. Und wenn man da feige Leute holt, dann kann man vielleicht auch ein gutes Konzept machen, das dann auch etwas bringt. Aber da müssen Leute jetzt bei den Investoren da sein, die das auch sehen. Aber Geld ist da. Und Geld ist auch eine Möglichkeit, dass etwas kann stehen. So ist es nicht. Aber jetzt nach dem ersten Mal muss ich sagen. Ja, und eben auch, wenn wir jetzt hier anhängen, oder? Auch die müssen jetzt einen Sportchef suchen. Und wie wollen jetzt die die Region nicht kennen, jemandem Vertrauen geben? Oder muss dann der Sportchef alles immer zuerst noch auf Englisch übersetzen und noch fragen und weiss ich was? Also, das ist noch ungleich schwieriger, wie jetzt zum Beispiel in St. Gallen da jemanden zu finden. Und wenn sie niemanden haben, der dort wirklich die Nähe hat zum Publikum, dann wird es wirklich schwierig. Du hast es gerade angesprochen, Sie müssen einen Sportchef suchen. Wir wollen uns noch schnell ein zweites Interview anlassen von David Thompson, vom Besitzer von Ineos und vom neuen Präsident. As we've described today, the key for us is to develop a new team of management. So starting with a technical director. Obviously, we give support to Fabio in terms of running the dealings of the team. And yes, with the academy structure we've been talking about and the need to invest in Africa, plus developing that spine of the team in terms of wanting to bring in 3 or 4 senior players around which the juniors can develop. Yeah, there's a cost associated with that, but it's within our budget and plans going forwards. 4 gestandene Spieler holen, technischer Direktor, das hast du vorher schon angesprochen, und mit Academies von Afrika zusammenarbeiten, wenn ihr das gehört. Was geht euch da durch den Kopf, Benni? Eigentlich grundsätzlich ist es ein gutes Konzept und es kommt darauf an, über welche Zeitdauer sie es machen wollen. Wenn sie jetzt auf das Mal ein Sportchef 5, 6 neue Spieler und gleichzeitig noch Spieler von Afrika, von der Akademie, wird das nicht funktionieren. Wenn es über die nächsten 5, 10 Jahre langsam stetig vorangeht, dann kann das etwas werden. Was haltest du von diesen Aussagen? Ja, es zeigt irgendwie den Rahmen, wo sie überall sich überall bewegen wollen. Aber den Zeitfaktor müssen sie einkalkulieren. Also eine Mannschaft kannst du kannst jetzt nicht einfach 4, 5 Leute, Fremde, hier hinholen. Geld werden sie haben, um irgendwie gute Leute zu holen. Aber gute Leute die müssen ja auch dann ein Interesse haben, den Jungen zu helfen. Wenn die einfach kommen und ein bisschen das Geld einsacken, dann ist es auch nicht in Ordnung. Und eine Mannschaft muss wachsen und so. Und also ich bin wirklich, ich sage jetzt positiv gespannt, halt, wie das rauskommt. Die Erfahrungen zeigen, mit ausländischen Investoren sind wir nicht wirklich gut gefahren im Schweizer Fußball bis jetzt. Der technische Direktor, was wird er für einen Einfluss haben auf Fabio Celestini und die ganze Mannschaft?
Ja, der muss sehr vorsichtig sein, wo der Trainer hat einen hohen Einfluss in Lausanne. Der hat das auch genossen, der hat die Verantwortung übernommen und hat etwas Grosses erreicht in Lausanne. Ich muss sagen, er hat etwas Gutes aufgebaut. Und der Sportdirektor, der Neue, der muss sich dort schon noch einfinden. Wenn der kommt und sagt, ich mache jetzt alles da und der Fabio kann nur ein bisschen trainieren, dann funktioniert das nicht, habe ich das Gefühl. Aber da muss man sich finden. Was bedeutet das für Fabio Celestini? Bis jetzt war der Alain Joseph da. Der hat eigentlich alles mit dem Fabio Celestini durchgemacht. Er hat ihm gesagt, am schlimmsten Fall steige ich auch mit ihm ab. Jetzt kommt plötzlich der neue Person. Wie weht da plötzlich ein bisschen anderer Wind? Ja, also für ihn ist es natürlich wahrscheinlich auch eine grosse Umstellung. Weil ich denke, er war ja so fast wie der Sportchef. Auch noch. Obwohl nicht offiziell. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Joseph bei ihm gefragt hat, dass die das miteinander gemacht haben. Jetzt geht er wie ein Schritt retour. Jetzt kommt da ein technischer Direktor, der da Fäden in der Hand hat. Wenn es gut läuft, dann redet er auch mit ihm, oder? Und dann findet sie gemeinsam eine Lösung. Aber für ihn ist es schon. Also es ist ein bisschen eine Entmachtung von ihm. Von dem her. Und jetzt ist man gespannt. Er hat bis jetzt wirklich ziemlich viele Freiheiten gehabt. Das Resultat hat auch keine Rolle gespielt. Da bin ich mir dann auch nicht so sicher, dass es bei den neuen Investoren einfach gar keine Rolle spielt. Ja, da wird ich auch noch schnell ansprechen. Sie hat gesagt, sie möchte europäisch spielen. Die neue Besitzerin Neos, also die Chemiefirma. Ist das möglich mit Lausanne Sport? Selbstverständlich ist sie europäisch spielen. Wenn so viel Geld in der Schiene ist, dann willst du etwas rausschauen. Und so. Wie gesagt, das Zeitmanagement ist für mich entscheidend. Das sind die nächsten 2-3 Jahre sehen sie nicht europäisch. Aber wenn sie dort das Konzept, so wie sie es haben, können umsetzen und langfristig umsetzen, dann ist alles möglich in Lausanne. Sie ist ja schon im Schweizer Meister geworden. Das ist alles möglich dort. Ja. Lausanne spielt am Sonntag gegen Luzern. Das ist Abstiegskampf pur, oder? Ja, auch wenn sie die Tabelle natürlich hängen. Ja, es hat auch relativ viele Mannschaften, die in diesem Bereich sind. Oder? Und so wie jetzt auch, Lausanne ist auch nicht konstant. Also Luzern ist nicht konstant. Also, da ist jetzt absolut schwierig, eine Prognose zu geben. Das geht einmal so, einmal geht es anders. Und oft wird es auch bei diesen Matchen so sein, dass der, der das erste Goal schiesst, im Vorteil ist. Wie siehst du das? Wer wird das Rennen machen? Ja, Platzverhältnis wäre sicher schwierig gewesen. Also jetzt im November auf der Ponte spielst du nicht ganz so lustig. Von dem her passt der Abstiegskampf vielleicht sehr gut. Sehr schwierig, eine Prognose zu machen. Jetzt viel Luzern wird es machen, wo sie halt, ja, weiß so nicht. Das ist das Bauchgefühl. Von der Westschweiz wechseln wir noch schnell in die Hauptstadt. Der Vertrag mit dem Chefcoach der Berner Young Boys, mit dem Adi Hütter, ist verlängert worden. Und der Adi Hütter, der ist sichtlich zufrieden. Ja, auf alle Fälle. Und deswegen auch, weil Christoph Spicher und ich, was die sportliche Führung betroffen hat, einen Weg eingeschlagen haben mit jungen Spielern, hungrigen Spielern. Man sieht, dass es momentan auch sehr, sehr gut aussieht. Der Weg ist noch lange dort, wo wir hinwollen. Aber es geht auch um ja, diesen Reiz zu haben und hier zu bleiben und zu sagen, man kann hier etwas Außergewöhnliches erreichen. Mir macht die Mannschaft einfach wahnsinnig Spaß. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt die Mannschaft oder den Verein im Stich zu lassen, das wollte ich nicht. Die mit meiner Vertragsverlängerung auch ein ganz klares Zeichen setzen, ein Bekenntnis setzen zu IBE. Es ist sehr viel spekuliert worden in den letzten Wochen über Adi Hütter. Es hat geheißen, er könnte die Bundesliga wechseln zu Werder Bremen. Es hat geheißen, er könnte der Nachfolger werden von Marcel Koller bei der Nationalmannschaft von Österreich. Wie wichtig ist es, dass man jetzt den Vertrag verlängert hat und dass die Spekulationen mal vom Tisch sind? Ja, jetzt für ein Jahr haben sie verlängert. Also, das ist sicherlich jetzt ein Vorteil jetzt für diese Saison, ganz sicher, dass man da etwas macht. Aber es ist auf der anderen Seite klar. Wir in der Schweiz, bei uns ist es so, wenn ein Fußballer überdurchschnittlich ist, dann ist die Chance oder die Gefahr relativ groß, dass er weggeht. Und wenn ein Trainer außergewöhnliche Leistungen bringt oder wenn sie jetzt sogar Schweizer Meister werden, dann ist klar, dann ist er auch begehrt im Ausland. Und, wenn er ein Angebot überkommt von der Bundesliga, dann könnte man ihm nicht böse sein, wenn er dann das gleich irgendwann machen wird. Aber jetzt, aktuell, finde ich, ist es natürlich super für IB. Und auch, ich finde das gut von ihm, dass er jetzt schon jetzt gesagt hat, ich mache da weiter. Wir wollen uns noch schnell ein paar Fanstimmen anschauen auf die Vertragsverlängerung von Adi Hütter. Wir haben da 3 rausgepickt und da steht, das nenne ich Charakter, steht zu dem, was er sagt und geht nicht gleich, wenn Bundesliga anfragt. Chapeau, jemand anders sagt, bis ein tolles Angebot kommt, Verträge im Fußball sind heutzutage nichts mehr wert, leider. Und eine dritte Person sagt, endlich einmal fähige Leute im Management, bravo, Wushu, bravo, A. Hütter, eine gute Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Wenn man die Reaktion anschaut, sehr viele waren sehr positiv, es hat auch negative gegeben, aber man merkt durchaus, dass der Halt jetzt auch von den Fans da ist. Warum ist das so? Bei anderen Trainern war das nicht so extrem. Wieso funktioniert das so gut?
Ja, die Bern ist natürlich jetzt mal froh, dass man Erfolg da ist. Weil die Bern ist immer froh, dass man können jammern, auch jetzt kann man halt nicht mehr jammern. Da sucht man halt beim Trainer irgendwo noch so einen Halt. Und der hat mich gefunden beim Trainer und der Erfolg ist da. Und man plankt jetzt auf den Meistertitel. Mal schauen, ob sie den nächsten Jahr nicht mehr jammern, wenn sie den Meistertitel gewonnen haben. Ja. Warum ist der Vertrag nur ein Jahr verlängert worden? Ja, das müssen wir jetzt wissen, aber das ist jetzt schon ein bisschen komisch, aber es entspricht halt eben wahrscheinlich der Realität. Ich denke, es würde mich zumindest nicht überraschen, wenn er Schweizer Meister wird und dann würde er gehen. Und das erlaubt allen eigentlich, jetzt einerseits haben sie jetzt Ruhe bis Ende Saison sicher, ich denke, vorher wird er nicht gehen, aber jetzt einen 3-Jahres-Vertrag machen und man weiß, wenn er Schweizer Meister ist, wird er wahrscheinlich fast nicht zu erheben sein, finde ich, ist ein Vernunftentscheid, sage ich jetzt einmal. Aber hat man ihm vielleicht nicht ein bisschen mehr Wertschätzung sollen geben mit einem längeren Vertrag? Ja, das Gefühl, der Wusch und der Trainer hat sicher einen guten Kontakt miteinander. Das Gefühl, das ist für beide auch gut so. Ich meine, das läuft nicht von der Bundesliga, aber man muss sich auch nicht jetzt auf 3 Jahre irgendwie binden. Man weiss, dass es irgendwann mal vorbei ist, wo er ein guter Trainer ist und wo es halt andere Vereine gibt. Ich glaube, die zwei haben sich gut einen guten Dialog einigen auf das, habe ich das Gefühl. Was passiert, wenn IB jetzt vielleicht nicht Meister wird? Ist ja noch alles offen. Ja, eben, das ist natürlich immer wieder der Punkt. Oder? Wenn du lang verlängerst, dann schenkst du dem Trainer Vertrauen. Aber wie man weiß, wie es im Fußball geht, kannst du eben dann auch einen Schuh voll rausziehen. Also wenn er das nicht wird, zum Beispiel, und jetzt kommt es noch darauf an, wie und so, dann können es dann sofort Stimmen geben, die sagen, ja, also probieren wir es mit einem Neuen. Also, ja, hoffen jetzt als Schweizer Fußballfan, sage ich jetzt einmal, dass er es schafft. Und ich meine, so wie sie jetzt Fußball spielen, wenn sie das durchziehen können, dann würden sie es auch verdienen. Heute kurz vor der Sendung hat die IB auch noch verkündet, dass sie mit dem Roger Asselin vorzeitig bis im 2021 verlängert haben. Was ist das für ein Zeichen? Es ist ein weiter starkes Zeichen. Ist das irgendwie was, will man zeigen, dass man mit den Leuten, die man jetzt den Weg schon gegangen hat, weiterfahren will? Es ist ein Konzept dahinter und er ist der Wuschel, ja, ist ein grosser Teil davon. Und ich bin echt Fan von ihm, seinem Konzept. Es ist immer bedacht, Schritt für Schritt. Nichts extravagant, aber es hat alles irgendwie einen Sinn und einen Weg. Und das ist ein grosser Verdienst von ihm, finde ich. Und darum ist IB jetzt auch so erfolgreich, habe ich das Gefühl. Siehst du den? Ja, ich denke jetzt, aber da ist jetzt eben der Punkt noch ein bisschen anders. Das ist sicher so, wie der Benni gesagt hat. Aber wenn du so einen Spieler hast, auch er, wenn der Torschützenkönig wird und seine 20 oder noch mehr Goal schießt, dann wird er interessant. Und je länger dass er natürlich den Vertrag hat, umso höher ist die Summe, die du rausholst. Also, da muss man dann immer alles abwägen, Pro und Contra. Aber das macht schon Sinn, was jetzt hier gemacht hat. Am Sonntag spielt IB daheim im Stade de Suisse gegen FCZ. Was erwartet ihr für eine Partie? Es ist immer ein heißes FCZ in Bern. Und, ich freue mich auf ein Match. Es war immer viel Goal gewesen, glaube ich, in letzter Zeit. Und, ich habe das Gefühl, es könnte sonst jeder geben mit viel Goal. Und, das wäre auch spannend. Was sagst du? Ja, Uli Forte zurück in Bern. Oder? Das ist natürlich für ihn dann auch noch mal ein spezieller Reiz. Zürich überrascht insgesamt. Vor allem auch defensiv. Aber die Power zuhause von IB ist schon beeindruckend. Also ich denke, IB wird sich durchsetzen. Super, merci vielmals, dass ihr beide da seid. Es war sehr spannend mit euch. Ja, wenn ihr noch nicht genug habt von Fußball, dann geht es weiter. Am 7:45 begrüßt nach der Mevion Heim in der Challenge League zu der Partie zwischen dem FC Aarau und Servette. Freut sich sicher, wenn ihr auch dann einschaltet. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Bis gleich, ade miteinander. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.